bekommen. Blutsauger. Mit diesem Amulett kann das Töten schneller zur Sucht werden, da es deinen gefallenen Gegner Gesundheit und Mana entziehen kann. Lass es nur nicht Besitz von dir ergreifen. Who cares? Ich bin unbesiegbar. Okay. Dann hätten wir auch das Rätsel der Schädel gelöst. Oder das Rätsel, was wir für diese Schädel bekommen. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Gegner killen, um festzustellen, ob wie das läuft mit Leben und Mana. Tatsache, es füllt sich auf. Nicht viel, aber es füllt sich auf. Ah, sie haben mich alle drei bemerkt. Diesen Schwertern, weil die beim ersten Angriff schon teils weggeflogen sind. So. Ja. Leben stellt es auf jeden Fall her. Nicht besonders viel, aber normalerweise genug, um zu farmen. Darauf geachtet, ob es wirklich Erfahrung gibt. Das heißt, wenn man einen Treffer einsteckt, kann man den auch wieder heilen. Gegen eben diese leicht schwachen Gegner. Hör auf, so zu rennen. Also der Ring ist schon praktisch. Oder das Amulett. Man muss nur noch rausfinden, wie viel es heilt. Es scheint auf jeden Fall genug zu sein. Wieso laufe ich hier überhaupt rum? Achso, ich habe ja noch zwei Tyrannenherzen. Die könnte ich abgeben. Und ich wollte durch den Haupteingang nochmal reinmarschieren und gucken, ob ich da irgendwo etwas ausfindig machen kann. Ich meine, ich bin zwar da schon mal rein, aber irgendwie bin ich dann die andere Seite oder so, keine Ahnung. Irgendwie. Was? Dann komme ich hier rein? Ach, das ist ja übel. Da ist die Statue und irgendwo da müsste sich noch ein Magier verstecken. So, jetzt gehe ich hier rein. Wo denn er auf mich wartet. Schon genug war ich auf jeden Fall von den Angriffen her. Jetzt fängt der auch noch an. So, bleibt der Schoßhund? Bleibt er oben oder nicht? Der Magier bleibt erstmal da unten. Keine Gefahr erstmal. Verstehen? Nein, du nicht, du nicht. Einer nach dem anderen, bitte, ja? Was
ist sogar der von da oben. Sag ich, dass es der von da oben ist. Irgendwie zwei Zugänge geben. Ah, ich bin noch. Ich wollte, oder? Genau, und ich bin in dem Moment eben hier reingegangen. Rechts. Hier bin ich, glaube ich, gar nicht rein. Oh, hey. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Alter, ist der Stahl. Ich bin eine Menge Damage. Also das war so nicht ausgemacht. Was war das denn? Nicht, dass er mir hier irgendwas an den Hals setzt, noch wenn er stirbt. Okay, die Tür ist absolut hinüber. Okay, du bist... sauer auf irgendwen oder irgendwas. Schon klar. Deswegen vermöbelst du diese eine Stelle. Oh, das hat ja viel gebracht. Geister sind solche Flaschen. Okay, irgendwo muss ich etwas, einen Hebel betätigen, damit dieses Teil hochkommt. Ich habe es aber noch nicht gefunden. Und mit dem Hebel kann man dann irgendwas anstellen. So. Gut, es war ja jetzt der versperrte Weg, jetzt fehlt der Weg nach oben. Da könnte eventuell ein zweiter Hebel sein, wie... nicht schon noch einer. Das ist doch echt... langsam ist das doch wirklich... ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht... Ich wollte nicht noch eine zweite Rolle machen, weil ich sonst auch da in der Nähe gelandet wäre. Und das war die richtige Entscheidung. Ach du Heiland. Blitzwiderstand. Das hilft nicht im Ernst, oder? Von der anderen Seite. Okay, dann müssen wir wieder übel. Hey. Hey, 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 hey. Hier sind wir schön langsam. Jetzt kämpfe ich nicht gegen dich. Jetzt muss es irgendwo nach oben gehen. Spinnen. Wunderbar. Die Tür war auch verschlossen, ne? Ach nee. Jetzt kann ich sie auf einmal aufmachen, oder? Was ist der Schlüssel denn? War hier schwer. Brecher. Großaxt. Absolut unmöglich, die mit mehr als einer, okay. Komm her. Okay.
Würfeln. Das wünscht man sich mehr als zwei große Stimmen. Dass man mehrere Spinnen gleichzeitig töten kann. Naja, gut. Ich müsste irgendwie weiter hoch. Die Frage ist, wie komme ich auf dieser Seite weiter nach oben? Irgendwo muss ein Hebel sein, den ich bis jetzt... Ist gut. Ah, guck mal, eine große Spinne. Eine kleine Spinne. Ah, gehen sie mir so auf die Nerven. Hier wird's hochgehen. Fragen, ob das die richtige Seite ist. Ob wir überhaupt noch in der Nähe von diesem Riesenvieh sind. Das ist eben nicht der Fall. Leberentzug und Blut und Lebens. Ach. Natürlich, ich bin in diesem komischen Flügel drin, genau. Ja, das auch mit der. Irgendwo hier gibt es eine verschlossene Tür? Ich weiß es nicht. Man muss die hier irgendwo komplett durchrennen. Und auch die Seite wechseln. Nur weiß ich nicht, von welcher Seite zu welcher. Und ich glaube, geradeaus bin ich auch noch nicht gegangen. Dann hätte ich den schon längst erledigt. Ach so, da war ja was. Moment. Das regel ich erstmal. Wow, was geht denn bei dem ab? Ah, ich habe den entsprechenden Hebel gefunden. Na komm, hast du es bald? Mach ich doch auch noch meinen Job. Okay. Hier ist der andere Hebel. Oh, guck mal, da haben sich rechts die Platten geschlossen. Die haben sich natürlich. Endlich habe ich ihn gefunden. Wir müssen irgendwie zu ihm. Na los, schnell! Das ist es. Verstehst du? Das ist der Schlüssel. Nö, keine Ahnung. Okay, sie ist da lang. Wieso ist sie vielleicht schon wieder da? So, und da ich den Hebel schon gedrückt habe und hier schon war. Das Ganze furcht. Hier habe ich versucht rüber zu springen, genau. Hat halt nicht funktioniert. Hä? Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe irgendwas bekommen und es wird nicht angezeigt. Brecher, Großachs. Ich könnte sie verwenden. Stärkeanforderung 9. Was? Noch minus 26? Ist ja hammermäßig. Wow. Das ist wirklich hammermäßig. Gut, sie ist hier reingerannt und nach links. Ah, das ist die entsprechend geschlossene Tür gewesen, wo ich mich hochgekämpft hatte. Aber, das interessiert mich auch noch. Verlassen. Ich muss halt nur den Weg wieder zurück. Dann mich wieder da durchkämpfen und... Ah, ja, okay. Ich weiß, wo ich da war. Okay, war sinnlos da. Gut, jetzt müssen wir eben runter zu ihm.
Bedeutet, hier ist ein Samaria, der hier sauber auf mich ist. Ein Garten ist natürlich da noch. Ja, ist gut. So ein riesiges, hässliches. Was mich jetzt fast das Leben gekostet hat. So, kann ich aufhören zu brennen? Das wäre hilfreich. Oh. Was mache ich mit dem? Muss das unbedingt sein? Schön, voll reingekugelt. Okay, irgendwas stimmt nicht. Er haut nicht mehr auf diese Stelle ein. Als wäre geistesgestört, was er zweifelsohne ist. Aber ist dann nicht. Das ist voll egal. Ich bin wahrscheinlich sogar davon abgehalten, in den Abgrund zu fallen. Was ganz gut ist. So. Bin ich mal gespannt. Was war das für ein Platz? Halt! Lass ihn in Ruhe! Was? Das ist es, was ich gesucht habe. Er ist es! Was soll das heißen? Das ist unmöglich! Er ist es! Ich schwöre es! Ich habe das Rätsel gelöst und er ist der Schlüssel! Er ist gefangen in Raum und Zeit! Wenn wir ihn befreien, kann er mich mitnehmen. Er kann mich zu meiner Familie bringen. Was ist das schon wieder für eine Geschichte? Meine Mutter. Meine Mutter ist nicht tot. Sie hat mir dieses Buch hinterlassen, damit ich sie finden kann. Es ist schwer zu erklären, aber dieses Wesen ist das Einzige, das mich zu ihr bringen kann. Was? Diese Kreatur? Erwartest du, dass sie mit dir spricht? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er weiß, warum ich hier bin. Ich glaube, er sagt, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Wenn's dir wirklich so wichtig ist. Ja. Was denn hier aus der Opferschale? Okay. Strange. Das Vieh ist weg. Und sie? Och. Okay. Mein Auftrag hat sich nicht geändert. Es war wohl nur so eine Art Zwischenmission. Jetzt ist nur die Frage, was mir das jetzt gebracht hat. Okay, aber gut. Naja, jetzt habe ich eine Leiche weniger auf dem Konto. Das macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Frage ist eben. Den Vernichter und Treiber Adir aus dem Verborgenen. Jetzt ist die Frage, wo taucht dieser letzte Roga-Herrscher auf? Weil ich habe ja jetzt eigentlich. Ah, komm, lass mich doch mal hier in Ruhe. Du weißt doch, dass du sterben wirst. Ach so.
darf mich ja nicht selbst verletzen. Das sollte es nicht. Hey.